Minister Pinter anwesend ist. Das Ausflugsboot Hadrian war am 29. Mai von einem größeren Flusskreuzfahrtschiff gerammt und unter Wasser gedrückt worden und innerhalb weniger Sekunden gesunken. Nur 7 der insgesamt 31 südkoreanischen Touristen überlebten. Der 64-jährige ukrainische Kapitän des Flusskreuzers wurde verhaftet und die Ermittlungen gegen ihn laufen. So soll er keinen Funkkontakt mit dem Ausflugsboot aufgenommen und sich vom Unfallort entfernt haben. Andrea Wehr, ARD Studio Südosteuropa. Heute Abend trifft die deutsche Fußballnationalmannschaft im EM-Qualifikationsspiel auf.